It's in me, Batman. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Review auf Nerdbomb. Und heute habe ich für euch DC Collectibles Batman The Animated Series Man-Bat. Ja, und als erstes schauen wir uns mal kurz die Verpackung an. Die ist ziemlich cool, finde ich. Relativ groß. Wir sehen Man-Bat hier mit den ausgebreiteten Flügeln vorne drin. Wir sehen seine Accessoires. Wir sehen im Hintergrund auch die kleineren Flügel. Also die kann man wohl austauschen. Und hier vorne Batman The Animated Series DC Collectibles. Ja, das ist der Man-Bat aus der alten Zeichentrickserie aus den 90ern. Ja, Animated Series. Ich denke, die kennen wir alle noch. Wenn wir dann hier auf die Seite kommen, haben wir auch das Logo dieser Serie. Ist meine absolute Lieblings-Batman-Serie immer noch. Hinten drauf das Logo in Rot nochmal. Wir sehen hier noch so ein Warning-Label, DC Direct, DC Comics und so weiter, dass man am Man-Bat nicht lutschen soll. Wir kennen das Spielchen. Und dann würde ich sagen, packen wir den Guten doch jetzt mal aus und schauen, wie cool Man-Bat wirklich ist. Ja, und hier haben wir den guten Man-Bat jetzt aus seiner Verpackung. Und ich muss wirklich sagen, eine absolut schöne kleine Figur. Wir sehen ihn jetzt hier gerade mit den kleinen Flügeln, denn die muss man austauschen auf diesem schicken Figurenstand. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt erstmal mit seinem Zubehör. Als erstes möchte ich rausstellen, dieses Inlay der Verpackung. Ja, das finde ich wirklich klasse, dieses alte Batman-Logo, sage ich mal, der Serie. Und dass man halt das rausnehmen kann komplett und wie ein Backcover, sage ich mal, für das Display der Figur. Kann man machen, muss man nicht. Ich finde es ziemlich cool und für den Rest der Review lassen wir das auch einfach mal hier stehen. Ja, der Figurenstand ist simpel gemacht. Wir haben hier diese beiden Clear-Plastik-Teile, die werden ineinander gesteckt. Einfach ganz simpel, so, also dieser eine Rod hier und dieses Teil mit dieser Klemme. Erstmal finde ich es gut, dass es überhaupt, dass sowas überhaupt dabei gelegt wird, ja. Ist nett, ist jetzt nicht unbedingt mega sicher, aber es hält die Figur fest. Außerdem haben wir hier unten so einen kleinen, Standfuß, sage ich mal. Da steht Man-Bat drauf, dass er von der Batman Animated Series ist. Und dann halt so zwei kleine Bilder von Man-Bat. Finde ich cool gemacht, ja. Von unten einfach nur hier reingedruckt, DC Comics, bla bla bla, Made in China. Aber das ist schon mal gar nicht so schlecht, ja. Dann kommt Man-Bat außerdem mit drei kleinen, ihr habt sie vielleicht schon am Rand liegen sehen, so drei kleinen Kanistern, Pillendöschen würde ich sagen. Die sind aber extrem klein. Also wenn man das jetzt hier sieht, ja, die sind wirklich sehr, sehr klein. Auch nett. Und er kommt mit so einem Kassettenaufnahmegerät. Auch das ist ganz niedlich, ja, super klein. Außerdem kommt er natürlich mit seinen Flügeln und einer, kann das mal kurz zeigen, so einer Bedienungsanleitung. Vorne sehen wir Batman Animated Series und Batman The New Adventures oder The New Batman Adventures, whatever, wie auch immer diese Serie hieß. Und wenn wir da umdrehen, sehen wir auch ganz genau, welche Figuren wo zugehören, ja. Also das hat, das Ganze hat schon einen Sinn, sage ich mal, ja. Sehr, sehr cool, auch nett. Und wie gesagt, die beiden Flügel, und da wir die jetzt gerade abhaben, kann ich die euch mal zeigen. Das sind die ausgebreiteten Flügel, hier vorne mit diesem ganz normalen Hinge, der wird reingesteckt, ja. Und dann sehen wir halt die Flügel, die sind nicht groß beweglich, die sind aber leicht flexibel, das ist ganz cool. Und diesem Animated Style, also dieses wirklich flat braun, ohne Textur.
Das ist schon ganz cool, ja. Also der Look ist wirklich direkt, wie direkt aus der Serie herausgenommen. Ja. Und kommen wir jetzt mal wieder zu Man-Bat himself. Dann sehen wir hier den Kopf. Auch der, wie aus der Serie direkt herausgenommen. Sehr, sehr cool. Mit den Öhrchen an den Seiten. Die Flügel. Wenn wir hier mal gucken. Die Hose. Auch das alles wie aus der Serie herausgenommen. Das finde ich sehr, sehr cool. Ja. Ansonsten ist da nicht viel zu sagen. Wie gesagt, das ist hier keine Textur vorhanden. Das ist wirklich glattes, braunes Plastik. Dann hier unten die Hose in Blau. Ja, Jeansblau, würde ich sagen. Und das war's. Ja. Also mehr Großfarbapplikationen haben wir nicht, außer vielleicht jetzt hier, wie gesagt, in den Augen und den Zähnen. Aber das ist auch alles sehr clean und sehr sauber. Wir haben keine Farbspritzer oder sowas. Ja, das ist alles so, wie es sein soll. Ja, sehr, sehr schick. Kommen wir mal zu den Bewegungspunkten. Der Kopf lässt sich nur drehen. Ja, da ist kein Hinge-Gelenk drin. Das finde ich ein bisschen schade. Gerade wenn man Man-Bat fliegen lassen will, guckt er immer nach unten. Das finde ich ein bisschen schade. Ja. Die Arme lassen sich rotieren, gehen einmal komplett ringsrum. Sie lassen sich hinschen, natürlich, habe ich euch ja gezeigt. Das liegt auch an dem Gimmick, dass man den Arm auswechseln kann. Das ist ganz einfach. Also es ist wirklich mir schon fast ein bisschen zu locker. Einfach kurz rausziehen und dann den anderen Flügel einstecken. Das ist jetzt hier der ausgezogene. Geht auf beiden Seiten natürlich. Super einfach. Dann haben wir den App Crunch, der wirklich richtig gut funktioniert. Also das, er kann komplett nach vorne overhunchen. Ja. Entschuldigung für dieses Gedenglische, aber das ist halt einfach nur mal so drin. Zurück so weit, ja, aber vor ist wirklich mega. Außerdem hat er da auch gleichzeitig eine Rotation mit drin. Ja, das ist auch sehr cool. Wir haben die Beine, die gehen vor, so weit nur. So weit zurück, jeweils rein. Das ist dieser berühmt-berüchtigte DC-Joint, Hüft-Joint. Ja, der sieht schon immer so aus, beziehungsweise wird bei den meisten Figuren benutzt. Ich finde ihn nicht so prall. Wir haben ein Kniegelenk, was komplett useless ist, ja, in meinen Augen. Weil ihr seht, das kann halt gar nichts. Ja. Und eine Rotation hier nochmal in diesem kleinen, ja, Teil, whatever. Das war's. Aber das ist auch okay für mich, ja. Das ist ein Display-Piece und entweder lässt man ihn halt fliegend, dann braucht man aber einen anderen Figurenstand, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ja. Oder man lässt ihn stehend, so wie ich es wahrscheinlich machen werde, einfach hinter vor diesem Hintergrund mit dem Batman-Logo so hinstellen, dann passt das wunderbar, ja. Also da ist dann gibt es kein Gemeckere meiner Ansicht nach. Ja, kommen wir mal zum Fazit zu der Figur. Als Fan von Man-Bat muss ich sagen, absolut grandios. Als Figurenfan muss ich sagen, gibt es hier und da ein paar Kleinigkeiten, die stören mich. Ihr habt es vielleicht gerade bemerkt beim Rumhantieren. Der Flügel fällt von selber aus. Das passiert natürlich nur, wenn man damit groß rumhantiert, ja. Das nervt mich aber ein bisschen. Dann nervt mich das doofe Kniegelenk. Also entweder hätte man sinnvolle Bewegungspunkte gut verarbeiten müssen oder man hätte sie einfach konsequent weglassen müssen. Ja, in meinen Augen bei so einer Figur, wenn man schon keine Bewegungspunkte in die Arme gibt, ja, dann hätte man auch keine Bewegungspunkte in die Beine geben müssen. Denn das Kniegelenk ist völlig useless. Da hätte man es auch weglassen können. Der App Crunch funktioniert meiner Ansicht nach sogar einen Ticken zu gut, gerade nach vorne. Aber ey, wie gesagt, also entweder hätte man wirklich krass viele Bewegungspunkte verarbeiten müssen, um daraus wirklich eine mega Top-Figur zu machen, oder man hätte sie weglassen sollen. Ja, aber das ist nur meine Ansicht. Das Zubehör in meinen Augen ist okay, ja. Ich
weiß nicht mehr ganz genau, was für eine Bedeutung diese Pillendosen und dieser Kassettenrekorder haben. Dafür ist es einfach auch schon lange, zu lange her. Und ich habe die Folge leider online nicht gefunden über Manbat. Hätte ich mir gern nochmal angeguckt. In meinen Augen hätte man das Zubehör aber auch weglassen können. Denn diese kleinen Pillendosen, die verschwinden mit Sicherheit so schnell. Die wandern bei mir jetzt auch sofort wieder in die Verpackung. Das Auswechseln der beiden Arme, also einmal das stehenden Manbat und des fliegenden Manbats, finde ich cool. Aber auch da hätte man ein bisschen mehr mitarbeiten können. Auch dass der Kopf sich nur drehen lässt, spielt in dieses Negative mit rein. Ich gebe Manbat 3,5 von 5 Nerdbomben. Er ist eine solide Figur, eine schicke Figur, eine nostalgische Figur, ja. Ich hätte gern noch das Original damals von der Batman Animated Series aus den 90ern. Habe ich leider nicht mehr. Aber die Figur war auch super. Mit der habe ich ja stundenlang gespielt früher. Und diese Figur hier von Manbat, die neue, bringt so ein bisschen auch den Flair von damals wieder zurück. Definitives Plus. Ich danke euch fürs Zuschauen. Kommentiert, liked, abonniert uns. Und bis zum nächsten Mal, sage ich. Aloha und Ahoi und tschüss, bis dann. Wenn euch das gerade Gehörte und Gesehene gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen und ein Abo da und kommentiert, was das Zeug hält. Wir sehen uns demnächst hier und auf Nerdbomb. Ihr sucht One-Six-Scale-Figuren, Statuen oder coole Collectibles? Schaut vorbei bei betoys.de, der Shop von Sammler für Sammler.